Wir wollen ja gucken, hier fitnessbezogene Content. Und ich denke mal, darauf stehen Männer wirklich. Da bin ich aber gespannt, ob er damit recht hat. Worauf Nur stehen Männer wirklich? Arsch. Worauf steht ihr? Genau. Arsch. So, Kat, ich mach's Video aus. Komm, lass mal laufen. Simon ist sehr interessant. Test, Test, Mr. Kartoffel. Okay, ich sag dir, wie das Video abläuft. Die ersten 2 Minuten sind wieder nur Werbung. Wie Kann immer. passieren. Kann passieren. Etwa, glaube ich, 20% Frauen, die zuschauen. Ich brauche aber auch, das heißt nicht, dass die Männer das nicht gucken sollen. Ganz im Gegenteil, ich brauche die Männer für das Untermauern meiner Aussage. Ich möchte, dass alle Ja, Männer, dafür ganz sind wir da besonders Männer, jetzt. kommentieren. Ja, Ich werde leider natürlich, machen gleich wir. eine kleine Umfrage noch einblenden. Ich möchte, dass die Männer mitmachen, weil wir Männer haben etwas davon und die Frauen, glaube ich, auch ganz, ganz besonders. Und zwar geht es um das Thema, welchen Frauenkörper finden wir Männer besonders, ganz, ganz attraktiv und welchen Frauenkörper möchte ich, dass ihr Frauen da draußen. Am besten einen mit Haut, mit 2 Beinen und 2 Armen. Und Kopf wäre auch nicht Oh. schlecht. Das ist so einen bevorzuge ich. Ohne Schwanz. Abrasierte Haare komplett. Alles. So. Und Lass ich das doch mal, habe ich bin schon gespannt. draußen wirklich versucht, irgendwo für euch als Ideal festzuhalten oder festzustellen. Ganz, ganz wichtig, ich möchte keiner Frau irgendwie zu nahe treten. Wenn es Frauen gibt, die sich vielleicht sehr, 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 sehr schlank wohlfühlen und das gerne möchten, absolut. Ich möchte einfach nur ein bisschen den Irrglauben ein bisschen auflösen, dass Frauen denken, dass Männer auf sehr, sehr. Okay. Sauerknorrig. Findest du das attraktiv? Nein. Da müsst ihr echt einen krassen Charakter haben und wirklich lustig sein. Aber sie hat einen Vorteil, sie ist nicht tätowiert, also saß sie noch nicht im Knast. Ja, Also ich ja. glaube, da vielleicht 5 Kilo fehlen da vielleicht so. Ja, ist echt wenig. Würde ich mal sagen, das ist, da hast du Angst, was kaputt zu machen. Ja, aber dieser Sehr, sehr, sehr Emo-Look dünn. ist schon nicht verkehrt. Dünne Frauenkörper stehen und dass sie wirklich versuchen, da irgendwie hinzurennen. Wie komme ich auf dieses Thema? Ganz, ganz wichtig. Wir hatten ja diese kleine 4-Wochen-Challenge und es haben super viele Frauen mitgemacht. Und ich habe Fotos von Frauen bekommen, die schon super schlank waren. Und diese Frauen haben mir dann geschrieben, Simon, ich möchte noch mehr abnehmen mit der Diät, ich möchte noch mehr abnehmen. Geht es denn vielleicht auch gar nicht ins Training zu gehen? Ich will ja gar keine Muskeln, ich will gar keine Kurven, ich möchte eigentlich nur abnehmen, ich möchte dünn sein. Und viele Frauen haben dann auch geschrieben, dass sie glauben, dass das ja das Schönheitsideal ist. Viele Frauen glauben, und jetzt blende ich euch einfach mal zwei Frauenkörper ein. Also insgesamt vier und da sollt ihr bitte Männer. Männer sollen abstimmen, welchen Frauenkörper Machen findet ihr am sexiesten, am Objekt, geil. attraktivsten. Blendet euch erstmal die ersten beiden ein. Ich glaube. Nee, auf keinen Fall. Nein. Wenn dann die zwei. Ah, die 2 ist auch noch nur von der Seite. Das ist auch wieder, das kann wieder fake sein. Das ist das. Ja, die zwei finde ich auch so Ja. ein Allerweltsgesicht, irgendwie so Barbie-Kopf-mäßig. Das ist auch nicht. Da ist nichts. Da fehlt irgendwie so. Ne, so das. Das ist schon so eine Fleischbeschauung, was der Simon hier von uns verlangt. Das ist schon nicht, das ist schon ein Ja, bisschen das ist ekelhaft. richtig. Naja. Glaube, Ja, ich mal habe recht gucken, was viele so kommt. Studien schon gemacht und ich habe mit vielen, vielen Frauen gesprochen. Ich glaube, die meisten Frauen Stimmt, wenn man das so sieht, würde ich dann eher Simon nehmen. ja. würden irgendwas so dazwischen, zwischen diesen ersten beiden Frauenkörpern als am attraktivsten einschätzen. Ich glaube, viele Frauen denken, dass das so das Schönheitsideal ist. Nur vom Körper, wir sprechen nur vom Körper. Viele Frauen würden denken, da, so würde ich gerne mal aussehen. Viele Frauen denken auch. Ich weiß nicht, ob Frauen wirklich denken, dass sie so aussehen wollen würden. Vielleicht denken Frauen eher, dass sie mit so einem Körper halt berühmt werden, so als Model und so weiter und deshalb so aussehen müssen, im Endeffekt. Weiß ich Ja, nicht. kann man auch unterschreiben, aber wenn du auf Insta nur solchen Leuten folgst, dann wirst du ja automatisch so werden. Dann wirst du halt Wahrscheinlich. diese Aber Essstörung und ich würde diese mir jetzt auch Komplexe. vorstellen, ich möchte zum Beispiel nicht aussehen wie Markus Rühl. Aber ich weiß, Echt? wenn ich Du so bekommst ja aussehen keine würde Luft. wie, ja, wenn ich so aussehen würde wie Markus Rühl, dann würde ich halt irgendwie berühmt werden. So, ne? Ja, also auf jeden Fall berühmter, ja. Ja. Als Simon gerade ist. Obwohl Simon ist auch eine Maschine. Also Simon. Den durfte ich auch schon mal kennenlernen. Der ist auch ganz schön brutal. Und ich glaube fälschlicherweise, ich glaube es, dass viele Männer das am attraktivsten finden. Viele Frauen sehen dann die Models, ganz besonders die Models und ganz besonders eben auch auf Instagram die ganzen Models, die dann die schönen Klamotten tragen, die schönen Kleider. Ganz ehrlich, diese ganzen 0815 Models finde ich nicht attraktiv. Also nicht speziell genug. Da brauche ich Ja, schon willst du das auch irgendwie. Die kannst du alle mal gucken? austauschen, weißt du? Ja, das ist wie die Osteuropäerin, ja, wo jeder ja gleich aussieht. Ja, ich mag keine Frauen, die. Also nicht. Also, ne, Also du optisch magst gar nicht. keine Frauen, okay, ist okay. Ich mag keine Frauen optisch irgendwie anziehend finden, die austauschbar sind, sagen wir es so. Du möchtest ja auch Okay. irgendwie ein Auto, was speziell ist, ne? Ich fahre E-Bike, das reicht. Ja.
und so weiter und denken, so muss man aussehen als Frau und versuchen sich dann eben abzuhungern mit irgendwelchen Diäten und so weiter. Ihr wisst, was ich davon halte, gar nichts. So, ich zeige euch jetzt mal Bild 3 und 4. Ich habe extra mal so vier Frauenkörper einfach. Es geht nur um den Körper. Vier Frauenkörper. Einen etwas kurvigeren Körper. Ja, ist aber auch nicht Oh, jetzt meins, sehe würde ich ich's. sagen. Die drei schon, ja. Ah, dann bräuchte ich jetzt wieder von hinten. Ne? Der Hintern muss halt stimmen. Das ist mir wahrscheinlich schon wieder zu viel. Ja, das ist richtig. Ach, ich bin Irgendwas dazwischen, wählerisch. zwischen 2 und 3. Ja. Nee, 4 ist nicht so. Das ist ja. Nee. Das ist was für Manuel. Manuel steht so auf 4. Grüße, Manuel. Wer Und ihn kennt, einen weiß schon recht Bescheid. kurvigen Körper, wo viele Frauen bei dem vierten Bild würden viele Frauen sagen, wenn ihr Hand aufs Herz, liebe Frauen, ihr würdet glaube ich so nicht sagen, so möchte ich aussehen. Aber das ist gesund. Also, ne, 3 und 4, das ist wirklich ein gesunder Frauenkörper, womit du eben auch lange leben kannst und wenig Probleme hast. Das muss man eben auch sagen. Sieht auch gesünder aus als die 1 und die 2. Ja, das ist Viele, viele richtig. Frauen würden sogar sagen, nee, das ist schon mollig, das ist schon eher rundlich, das ist eher kurvig. Ich möchte aber, dass jetzt Männer abstimmen und ich möchte, und ich gehe davon aus, und das ist nämlich auch ein Bild aus einer Studie, die meisten Männer, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ich will jetzt nicht suggerieren, aber ich glaube, dass die meisten Männer irgendein Bild zwischen den beiden am attraktivsten finden. Die Studie, auf die ich mich nochmal beziehe, die hat herausgefunden, sozusagen, ihr wisst Studie immer, bei wem, bei welcher Population und so weiter, aber dass der perfekte Frauenkörper, so in Männersicht, der vierte ist, den die meisten Frauen eben als schon zu pummelig, zu mollig empfinden. Was? Ja, Ja, von ich glaube, 2016, das ist schon wieder alt, das ist schon wieder verjährt. ich glaube, das hängt aber auch immer von deiner Ausgangssituation ab. Wenn du eher sportlich unterwegs bist, dann möchtest du vielleicht auch zumindest nicht, die Frau muss nicht durchtrainiert sein, aber vielleicht möchtest du dann eher sportliche Frauen. Und wenn du halt so ein Normalo-Mann bist, der eben auch einen Bierbauch hat oder so, kann ich mir vorstellen, dass du jetzt Die wollen nicht auch unbedingt. sportlicher. Ohne Ja. Quatsch. Ich weiß, vielleicht insgeheim, aber nicht so, weil sie dann vielleicht auch Komplexe bekommen, weißt du? Wenn die Frau Ja, auch. sportlicher ist als der Mann, kann ich mir vorstellen, dass er dann eben auch so ein bisschen Komplexe kriegt. Ja, gibt es wahrscheinlich sehr viele. Aber ich finde es gerade attraktiv, wenn die Frau wenigstens ein bisschen was drauf hat. Also nicht am Gewicht, also auch Leistung beim Sport hat. Auch wenn sie Ja, größer ist, natürlich, das ja habe ich mit klar. auch kein Problem. Also Ja, weil du immer ja her selber auch damit. Sport machst, deshalb, ne? Ja. Ja, ich versuche es. Nenn es bitte nicht Sport. Ich gebe mir Mühe. Ich bin, und bei den Sportlern, deswegen glaube ich, dass es ein bisschen eher so Richtung 3, 4, zwischen 3 und 4 geht. Bei sportlichen Männern, die finden meistens auch das, was ich so weiß, auch irgendwas dazwischen am schönsten. Ja, Und zu drei. wie kann es sein? Wie kann es sein? Naja, du bist ja auch als sportlicher Mann bist du halt ein bisschen kräftiger. Wenn du da mal zuhaust, dann willst du ja auch nichts kaputt machen, sag ich mal. Ja. Nee, da muss der Arsch ja schon irgendwie so ein bisschen Ach so, du wackeln. redest am Arsch hauen. Ich habe wieder was anderes gedacht. Alles klar. Ja, nicht ins Gesicht, hallo. Ich Sowas bin machen wir davon hier nicht. ausgegangen, dass, hast du Tattoos? Bist du kriminell? Nein, bin Sei ich ehrlich. nicht. Bin ich nicht. Ich habe Okay. kein Tattoo. Hätte ja sein können, dass du so. Okay, dann glaube ich dir, dass du auf den Hintern gehauen hättest. So. Ja, und wenn du 120 Kilo Bankdrücken machen kannst, dann hast du da schon ordentlich Schmackes dahinter. Da bist du auch natural. Richtig. Gut. Dass Männer und Frauen wirklich so eine Diskrepanz zwischen ihren Idealen haben. Wie kann es sein? Warum glauben Frauen immer noch, dass wir Männer oder dass das Schönheitsideal wirklich so dünn ist? Warum die Instagram-Bilder? Warum die Models? Aber das ist ja andersrum genauso. Viele Frauen sagen dir auch so, ich brauche keinen Mann mit Waschbrettbauch und so weiter, ne? Lieber so ein bisschen Bauch und so weiter. Aber als Mann bist du trotzdem irgendwie dahin, dass du deinen Bauch sehen willst, im Endeffekt. Andersrum eigentlich genauso. Ja, jeder hat so seine kleinen Macken, Ja, würde ich eben. auch Frauen behaupten. sehen die Models. Und ich möchte jetzt wirklich mal an euch Frauen appellieren. Warum glaubt ihr jemandem, einem Modedesigner, und ich möchte jetzt auch kein Modedesigner zu nahe treten, warum glaubt ihr, dass sein Schönheitsideal, er stellt ja so sehr, sehr, sehr dünne, sehr androgyne Models auf die Bühne und lässt sie dann die Klamotten tragen. Warum glaubt ihr, dass das Schönheitsideal eines Mannes vielleicht ist? Die meisten Modedesigner, und das sagt nicht nur ich, da gibt es auch recht viele Untersuchungen zu, ist ja auch Tatsache, die meisten Modedesigner sind ja homosexuell. Und die stehen ja gar nicht auf weibliche Formen. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, ist ja gar nicht schlimm. Aber sie machen Mode für Frauen. Und es gibt tatsächlich Annahmen, dass eben die homosexuellen Modedesigner einfach eher androgyne Formen als ästhetisch finden, weil sie ja männliche Körper schön finden. Warum glaubt ihr einem Modedesigner? Schon eine sehr einleuchtende These, muss man sagen. Ja, aber weil ich es halt jeden Tag sehe. Deswegen. Ja, richtig. Das Denn ist nicht einfach wie Propaganda in anderen Ländern. In Nordkorea und Co. Es ist halt. auf. Oh.
Weiblichkeit steht. Warum glaubt ihr nicht eher Männern? Warum glaubt ihr nicht Männern? Hören wir uns mal an, was Männer zu sagen haben. Wenn, ihr müsst nicht auf Hip-Hop stehen, überhaupt nicht. Aber vielleicht muss man dann einfach um eine wahre, also um, das wäre doch deutlich besser, um ein wirkliches Abbild von Frauen zu bekommen, die Männer mögen, musst du doch einfach in die Top-Kategorien der Pornoseiten gucken. Japan. Ist das Asien? Asien ist doch... Ich weiß nicht, was die Top-Kategorien sind, aber sind das nicht eigentlich eher so Milfs Bukake und so? Nee, das sind Hentai-Animes, meistens... Warte mal. Hab ich gehört von einem guten Bekannten. Pornos. Ja, ich glaube, das ist Amateur. Schaust du lieber Amateurfilmchen? Ja, Amateur oder bist du ist es mit Sicherheit, ja. Bist du so hochglanz? Ja, Amateur. Siehst, die Schwester nee, von gar nicht. Ich will das aus, dass es so heimlich gefilmt ist, wo das Licht richtig schlecht ist, wo du dir denkst, oh, da könnte jetzt die Mutter sie erwischen. Weißt du, so im Saarland. Sowas ja, ich sag ja, das ist genau das gleiche wie Alien, mit dem Model. Das ist austauschbar. Das? Steht da Alien da? Alien. Ist das geil. A Cosplay, ja, das kann schon sein. Bella okay. Delf, was ist denn Belle Delfin? Ich kann das leider nicht lesen. Und verkauft ihr Badewasser in kleinen Gläsern? War das nicht die Bibi oder? Nee, Bibi nicht, ne? Irgendjemand hatte das doch auch gemacht. Ist das geil. Ich google jetzt lieber nicht. Twitch. Ja, nee, mach's nicht. ASMR ist ja auf Twitch auch sehr bekannt. Mit den großen Plus. Matcher sind doch keine Gilfs unbedingt. Oh. Bisexuell? Nee, das ist nichts für mich. Ah, das sind aber keine Porno-Kategorien, oder? Das ist allgemein. Porno. Echt? Ist da nicht auch Rainer Winkler? Ja, hab ich gehört. Ich hab's aber mir nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob das auch schon wieder gesperrt wurde. Weil alles, was der irgendwie, was von dem hochgeladen wird, wird direkt gelöscht. Aber ich weiß nicht, ob das auch auf Pornhub genauso ist. Hier sind schon wieder andere. BBW? Was ist denn BBW? Letztens hat mir jemand unter die Kommentare geschrieben, deine Zuschauer schauen doch BBW und stehen auf Trans. Ist, ich glaube Dicke, oder? Dick, Bad. Irgendwie sowas. Ist nicht meine Kategorie, deshalb. Für eine bessere Bewegung, für eine bessere Welt. Ja, das hört sich doch gut an als Kategorie. Ja, das sind meine Fans. Ja, das ist meine. Das passt schon. Big Beautiful Woman. Ah, okay. Ach so, ja, das. Ja, Manuel, ja, ist okay. Big Tits. Das ist eigentlich eine gemischte Tüte, ne? Hier so. Golden Shower. Oh, naja. Das ist schon. Ja, wer es mag, warum nicht? Man kann auch mal Latex und so anziehen. Ist okay. Ja, ich sag, umso diverser wir sind, umso mehr ist am Ende für. Also ich mag zum Beispiel auch schwule Männer. Weil die schnappen uns keine Frauen weg. Ach so. Aber ich hasse Lesben. Weißt du? Echt, du magst. Also Dose klappert, meinst du? Dose auf Dose klappert. Richtig, weil Lesben schnappen uns ja die Frauen weg im Endeffekt. Aber eine Lesbe ist ja ein halber Mann. Und die will keinen Mann haben. Von daher schnappt die uns niemand weg. Ich glaube, es kommt auf die Lesbe an. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist auch Bi. Dann kann man, das ist ja wieder dann der Vorteil, wenn die Bi ist, kann sie ihre lesbische Freundin dazu bringen, dass sie einen Dreier hat. Also bitte, das ist eine Win-Win-Situation. Das stimmt. Bi-neugierig heißt das ja. Ne? Bei, oh ja, 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 bei South Park. Von South Park. Ja, der ist nicht Bi, der ist nur Bi-neugierig. Ja, das war richtig gut. Die Hip-Hopper, die rappen meistens irgendwie von männlichen Körpern, aber auch andere Musiker. Welcher. Die Hip-Hopper, die rappen. Frauenhintern wird meistens als attraktiv, als sexy empfunden. Es ist doch kein dünner Hintern, es wird meistens von einem kurvigen Hintern gesprochen, von einem Booty, von einem Juicy Ass und so weiter. Ja, das sind aber auch die dunkelpigmentierten Rapper, die auf solche Sachen eben auch speziell stehen, meistens. Ja, also ich habe noch keinen deutschen Rapper irgendwie gehört, der gesagt hat, der fette Arsch oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ja, noch Flair hat mal so Videos, Lieder gehabt, ja. Aber es ist... Ey, danke fürs Folgen, aber jetzt reicht's auch. Hallo. Wie gesagt, ob das jetzt sexistisch ist oder nicht, an anderer Stelle. Aber die Hintern, die bekannt sind, die Männer schön finden, sind meistens... Welche Hintern Herr sind von Start von dir, danke für dein Abo. Ja, das geht aber auch. Doch mal. So vom Körper. MR Kartoffel _7 ja. Abonniert den kleinen Lurch. Test bestanden, Mr. Kartoffel. Vielen Dank. Willkommen bei Daniel auf dem Kanal. Richtig. Eine J-Lo ist für ihren Hintern bekannt, eine Kim Kardashian ist für ihren Hintern bekannt. Ach nee, das finde ich wieder zu viel. Und J-Lo, nee, das war nicht. Nein, bekannt. Abhauen. Es sind immer die kurvigen Hintern, die kurvigen Frauen, die Sanduhrenfrauen. Und es ist kein Hintern für seinen Hintern. Ja, vor allen Dingen, wenn du weißt, dass da eigentlich Plastik drin ist oder so, ne? Das gehört ja als Meer für die Wale. Die nehmen ja die Nahrung weg.
Hintern bekannt, der sehr, sehr, sehr dünn ist. Kein dünner Hintern ist bekannt oder gilt als sexy bei Männern. Bei Models vielleicht. Aber wie gesagt, warum hört ihr dahin? Ich verstehe nie. Gebärfreudiges Becken heißt das. Warum Frauen irgendwo auf Mode hören, auf diese Richtung Modedesign. Das interessiert ja die meisten Männer gar nicht, wenn es um den Körper geht, sondern die meisten Männer wollen ja wirklich einen rundlichen Hintern. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass die Männer mal abstimmen und wirklich mal Frauen, die das immer noch denken, wirklich zeigen, dass wir Männer das überhaupt nicht schön finden. Ich würde nicht sagen, also knackig würde ich sagen, irgendwie so. Apfelform oder wie man es auch immer nennen möchte. Es muss halt passen, ich habe da jetzt keine Vorliebe. Das stimmt, das gesamte Bild muss einfach passen bei einer. Und das Allerwichtigste bei einer Frau, wirklich das Allerwichtigste, ohne das geht gar nichts, ist ein hübsches Gesicht. Und der 40er Bizeps. Mindestens. Ansonsten keine Chance, Mädels. Richtig. So. Wir Männer stehen auf kurvig. Es gibt super viele Studien, die zeigen einfach, dass das Hip-to-Waist-Ratio, also das Verhältnis von Hüfte zu Taille, ausschlaggebend ist. Das heißt, ihr müsst nicht dünn sein, aber ihr solltet eben kurvig sein. Und egal, ob ihr etwas breiter gebaut seid oder etwas schlanker, das Verhältnis von Hüfte zu Taille ist ausschlaggebend. Weil, und jetzt ist der allerwichtigste Punkt, das war eigentlich nur eine kleine Vorrede, die ich vorhatte. Ja, das hättest du auch schon früher. Wirklich davor zu machen. Warum? Sind immer ganz, ganz, aber ich bin schlank und fühle mich trotzdem wohl und ich möchte so bleiben. Absolut super. Aber ich möchte nicht, dass ihr das versucht, um solche Frauen trainieren. Das möchte ich damit sagen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt sagen sollt, ich mache keinen Sport mehr, ich esse jetzt nur noch. Ganz im Gegenteil. Dieser Körper ist gesund. Dieser Körper ist korreliert eher mit diesem Körper. Diese Körper sind in den meisten Fällen eben nicht gesund, sind nicht. Ja, gut, wir wissen, was er sagen will. Ja, liebe Frauen. Wunderschöne Objekte. Danke, dass es euch gibt. Genau.